So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute zum allerersten Mal auf meinem Kanal essen wir Fischgerichte. Ich bin nicht so der krasse Fischesser, aber hier sollen sehr krasse Fischgerichte geben. Wir sind in Köln, Orts, bei Ingi. Empfehlung von mir, meine lieben Freunde. Was hast du denn damit zu tun? Nein, nein, von mir, Leute. Von mir. Ich hab's empfohlen, ich hab gesagt, es ist cool. Und Abo, ich bin so auf deine Meinung gespannt, vertrau. Alles, was du im Meer gesehen hast in deinem Leben, kannst du hier essen. Wir haben hier heute Edis dabei, den Lockenkopf. Bist du Fischesser? Ich mag Lachs. Zum Beispiel Garnelen mag ich auch. Garnelen, ja? Ja, schon ein paar Sachen. Dann haben wir Fabo. Servus. Den deutschen Abogoku. Ja, ich bin legit nur in Deutsch. Also wirklich. Sag mal, bist du Fischtyp? Nee, eigentlich auch nicht. Aber ich lass mich überraschen. Erzähl mal diese Fischstory mit den Eltern. Die weiß man ja nicht. Ach so, ja. Da gibt's keine Fischstory mit den Eltern. Hat er gerade gesagt, deine Eltern sind Fische, Digga? What? Nein, Bruder, seine Eltern waren Angler. Und deswegen hat er mit Fische viel zu tun gehabt. Genau. Ja, also bist du Fischesser aber? Nee. Okay. Breitenberg, isst du Fische? Nein, ich esse nichts aus dem Meer. Ehrlich nicht? Ich mag die Gerüche nicht. Für mich ist das belastend. Ja, Bruder, was machst du denn hier? Ich hab Steak bestellt. Halat, du isst auch kein Fisch, ne? Ich hab einfach Hähnchenspieß. Was? Hähnchenspieß. Hähnchenspieß? Ja, das ist auch, ja. Und Benjo. Benjo, bist du Fischesser? Ja, safe. Er fragt erst die Ausländer, was sie haben wollen. Und dann Bruder, du machst auch keinen Fisch. Ich bin kein Fischesser. Ich bin kein Fischesser, ne? Nee. Ja. Das ist notorious. Also das ist auf jeden Fall die Karte hier. Rohat wollte gerade was bestellen, aber der Bruder hat gesagt, erzähl mir noch, was hast du gesagt? Ich mach das von Vorspeise bis Nachspeise, überlass mir das. Das heißt, du suchst aus, was wir essen, sagst du? Genau. Ja, dann vertrauen wir dir einfach. Das heißt, dieser Tisch wird hier voll? Genau. Okay, sehr gut. Wir haben ihn hier aber dabei, Bruder, das muss sehr viel sein. Musst du mit? Und ich, Abu. Und, ey, was hab ich damit zu tun? frag mal, wo du es reinschütten willst, du hast kein Glas. Danke, ich hab eins. Was denkst du denn, wie ich mir das reinschütte? Abu, das Meeressalz. Der Extra einfach. Was ist das Meeressalz? Schafft er nicht. Ja. Bruder, wir wollen auch was davon. Bruder, das Ei, hör doch auf hier aus Fleisch. Er sagt Ei, Bruder. Ja, was laberst du dabei, das ne? Das gehört sie nicht. Warum nicht? Das gehört sie nicht. Man warum nicht? Aus dem Glas. Warum, warum nicht? Wenn man nicht aus einer Flasche trinkt. Warum nicht? Weil auch andere Leute was trinken wollen. Es geht zum Beispiel? Fabo, hat dich das gestört, dass ich aus der Flasche getrunken habe? Oh, seins. Hat Breitenberg gestört? Ja. Dann mich nicht. Ja. Fandest du das elegant und so spontan? Ja. Würdest du jetzt aus der Flasche trinken? Ja. Beweis es? Ich mach's. Also, nee, ich halt jetzt rein. Wieso? Weil respektlos? Nee, weil ich halt jetzt. Nein, ich will einfach aus dem Glas trinken. Deine Eltern stolz auf dich, wenn du aus der Flasche getrunken. Der Zug ist abgefahren. Okay. Sag mal, ob ihr sowas respektlos findet oder nicht. Ja, zeig mal. Meine Herrschaft, dürft ihr anbieten, auch einmal frisches Wasser hier natürlich, gekühlt auf mindestens 20 Grad. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Was los? Und was war jetzt besser? Guck mal, und der redet mir von Tischmanieren. Der redet mir von Tischmanieren, Rohat. Oh, bitte guck mal die Vorspeise. Ist das weich? Ja, guck mal. Oh, komm, wir haben hier so Nachos, rote Beete, das ist für Arda, das ist Hummus. Guck mal bitte, wie er probiert, ich kann das nicht mehr. Und was hast du jetzt von, von Hummus geschmeckt? Was weißt du, Adresse? Nix, ich will ein bisschen durchprobieren. Guck mal, du nimmst ein Stück Brot. Warte, am besten vom Benjo. Und das weiches Brot, okay? Nein. Und hier. Dann nimmst du Hummus und machst so. Machst du Bismillah? Ja, da war nicht nur das Brot drin, sondern deine Finger. Ist gut, ist gut. Sag mal hier diese rote Beete. Ich hab eh kein Brot. Ja. Achso, ne, ist gut. Oh, ist gut. Die Rote, hast du Rote probiert? Nee, das will ich gut. Probier mal Rote. Warum redest du auf einmal anders, wenn du mit ihr redest? Was meinst du denn? Weg, ne? Und? Was sagst du? Ist gut. Ne? Mhm. Schmack auf Fatz, oder? Das ist verrückt. Gib dem Ganzen eine... Walla, ey, das sieht überhaupt nicht müde aus, ne? Was ist mit dir? Ich bin tot, ich bin tot. Hast du dich schon durchgetestet? Probier das. Die rote hier? Die probieren wir doch mal direkt, ne? Das ist doch völlig klar wie Kloßbrühe. Was los, Bruder, was erzählst du? Redest du so? Wie meinst du? Weil er mit einem Deutschen redet, Edis. Was merkst du das? Ja, ja. Nee. Entspannen wir uns mal. Finde ich nicht korrekt, dass er hier Deutsche verarscht. Was laberst du? Was redest du? Ich bin hier geboren. Chill mal ein bisschen. Bist du gar nicht? Natürlich bin ich hier geboren, in Kiel sogar. Ich bin eine Kieler Sprotte. Ich bin sogar noch am Schrank geboren. Ich dachte, bisher gesprochen.
Salat. Oh, Distanz, Bruder, davon distanziere ich mich, was? Weiter rein. Oh. Der ist nur für dich, ne? Gruß vom Küchenchef. Der ist nur für dich, bitteschön. Aber Masha'Allah, der sieht geisteskrank gut aus. Ist Abu seine Beilage? Findest du das in Ordnung so, Fabo? Das sieht krass aus. Der sieht echt crazy aus. Das ist auch richtig viel. Du isst das erste Mal mit Ausländern am Tisch? Mhm. Okay. Wie isst man, wie würde man jetzt richtig essen? Gar nicht, ich hasse Salat. Okay, sagen wir mal, das wäre Reis. Oh, wie meinst du richtig essen? Schau, von einem großen Teller und wir essen, sagen wir mal, zu vier zusammen, isst jeder das, was vor einem ist. Beispielsweise, ich darf nicht von so essen. Ja, das nicht. Ich darf nur das essen, was vor mir ist. Checkst du? Ja. Das ist eine Regel. Oder man teilt halt direkt so ein Vier auf, weißt du? Dass man. Das ist schon wieder zu deutsch. Nee. Schon wieder. Nee, das ist meine Grenze hier und das, darauf bestehe ich auch. Da. Ich glaube, hier ist mit Granatapfel, ne? Oder so richtig überfundisch. Da drauf. Dieses Pulver da drauf, unglaublich lecker. Rohr, bitte. Hier, du bist hier, willst du Rohr? Wow, sei ehrlich, wie ist das gemacht? Ne? Dieses Gewürz oben, lecker? Mhm. Wirklich sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Und da außen? Boah. Ey, Roth, ich sag dir, du wirst dich verbrennen. Scheiß auf. Egal, mein. Oh mein Gott, ich dachte schon. Nein. Hast du irgendeinen Unterschied zu anderen Garnelen? Also, ist schon sehr Richtung Knoblauch. Weidenberg, ich sag, das schmeckt dir. Schmeckt sehr gut. Real Talk. Der ist nichts aus dem Meer eigentlich. Warum? Ich mag das nicht. Diese auch Algen und so. So ja, tunk Brot rein. Einfach so, Brot. Probier. Ach, ja, das schmeckt gut. Ja, das schmeckt echt gut. Ehrlich? Hähnchen wird keine Bilder mehr. Ist das nicht? Nein. Das, was jetzt kommt, wird richtig krass. Was da wirklich kommt. Und es kommt dann eigentlich noch krasser. Das heißt, was jetzt gleich kommt? Genau, was jetzt gleich kommt. Das heißt, das, was kommt? Was jetzt kommt, ist krass. Aber was kommt, ist kommt. Was eigentlich kommt. Guck mal, es kommt was, aber dann kommt von diesem Kommen noch ein Kommen. Und das ist krass. Und das kommt, was richtig krass ist. Hä? Warte mal, das glaube ich nicht. Doch, mein erstes Mal. Dein erstes Mal Garnele? Und wie ist? Ist okay. Ist okay. Bruder, er schmeckt nichts weniger nach Meer als Garnele, das ist gut. Bruder, also schmeckt schon nach Meer, finde ich. So. Er schmeckt schon ein bisschen fischig, aber nicht so wie... Aber minimal. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch Fischesser seid oder gar keine Fischesser. Und ob das normal ist, wenn man gar keinen Fisch mag, dass man trotzdem irgendwie Fischstäbchen mag. Nein, schreibt nicht. Schreibt nicht, bitte. Warum? Nein, schreibt einfach nicht. Bist du Fischesser, Rommel, Bruder? Bist du Fischesser? Dein Lieblingsfisch? Lachs? Okay, du bist kein Fischesser. Lachs ist so, als ob ich sage, ich bin Vegetarier, aber ich esse Hähnchenfleisch. So. Hey, Chicken geht immer. Flunder soll gut schmecken. Flunder. Sieht vom Gesicht aus ein bisschen wie Abu, aber schmeckt gut. Flunder, wieso? Zeig mal her. Bruder, ich wünschte, ich wäre so platt. Würdest du das bestätigen, Fabo? Nein. Okay. Roth isst einfach seine Haare gerade. Ja, aber für einfach jede Situation. Roth isst einfach seine Haare. Ich bin einfach so, als ob ich mit Spiegel-TV esse. Das ist Edis, schaut bei seinem Vlog vorbei, der macht einen Vlog. Nein, ihr guckt seinen Vlog an. Ihr guckt seinen Vlog an. Hört auf, Bruder, geh du mal weg. Wie heißen die, Abi? Senegalesische Wildfanggarnelen. Bruder, die sind auf Steroide. Erzähl mal, du kennst dich ja damit aus. Was ja, alle vier Tage, Bruderherz. 1 ml, Petro. Hey, High Five, mein Freund. Oh, dein Bein ist gebrochen. Kannst du mir sagen, wofür das hier ist? Das ist ein Fischmesser. Ein Fischmesser? Genau. Ein bisschen Kräuter. Er wird gepackt jetzt. Also sein Genick gebrochen. Er wurde gepackt. Das passiert mit Eldos. Das ist schon. Zitrone. Oha. Ich bin gut. Ach so, echt jetzt? Ja, aber es ist nicht so meine Art von Fisch. Füttert er uns jetzt weiter, oder? Ich glaube nicht, oder? Ich will auch gefüttert werden. Das ist eure eigene gemachte Soße? Genau. Ist die scharf bekannt? Nee, die ist gewürzt, aber nicht scharf. Aber wir können ja auch scharf machen.
Boah, wie schmeckt das denn? Wie kann man das unterscheiden? Ich muss mal alleine essen, ob die Soße so dominant ist, aber sehr lecker. Also entweder die Garnele oder die Soße. Wow. Mehr? Warte mal. Sag, was er macht. Wow. Ehrlich? Hm? Er schmeckt fast wie, so groß wie ein Hähnchen. Er schmeckt wie Hähnchen ein bisschen. Also es schmeckt nicht so viel nach Fisch. Es schmeckt total. Was ist das, Abi? Knoblauchcreme. Knoblauchcreme. Die brauchen wir einmal hier in der Nähe bei mir. Das ist eine interessante Erfahrung, mal so Garnelen zu essen. Ich glaube, so oft ist das keiner von uns. Das aufzumachen, die Größe an sich, mit der, die Soße ist sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen. Da sind viele Gewürze drin. Wirklich, er hat aus Garnelen essen einfach einen Astronautausflug gemacht oder so. Oh, hat mir den vorbereitet, den Bre hier. Man isst das viel zu wenig. Die Soße, richtig lecker. Also wie ihr auch unschwer an Benjos Stelle erkennen könnt, die ein oder andere Garnele, die hat er schon das Leben genommen. Die schwimmt nicht mehr im Meer, sondern woanders. Ich dachte, Benny hat viel gegessen. Bruder, was hast du gemacht? Oder ich dachte, es wäre Hauptgericht, Land. Die sagen, das ist Vorspeise. Also bis jetzt Vorspeise war cool. Wir warten gespannt auf die nächsten Gänge. Fish and Beef. Boah, das sieht schon lecker aus. Fish and Beef? Wohin mit dem Zeug? Wer soll es essen? Hallo. Hier. Wow. Alles klar mit dir? Wow. Unglaublich. Entrecote Steak. Ich esse nicht mehr. Damit einfach können wir. Trink was, trink was. Was war das für ein Geräusch, Bruder? Oh, lecker. Ja? Mhm. Den Lachs. Boah. Lachsfilet von Wojo. Wow. Echt jetzt? Das sieht krass aus. Lachsfilet. Ich finde das nicht richtig, das fällt alles auseinander. Guck doch mal, guck doch mal. Seid weg? Oder kriegt jeder das jetzt? Lachs ist Lachs. Ich weiß nicht, warum es aber so schmeckt. Wie? Es schmeckt unnormal lecker. Das ist meins. Jetzt bin ich gespannt. Das alles in diese Soße eingelegt hier? Genau. Wow. Genau, das ist Gambas. Gambas, das sind nicht die senegalesischen Wildfilet. Nee, das sind die kleinen. Das sind die kleinen Geschwister von dir. Genau. Okay. Was ist das? Hier ist hier, Bruder. Das ist seine Hand. Das ist ein Lobster. Ein Lobsterschwanz. Den kann man so essen? Genau. Keine Ahnung, warum ich das nicht essen gehe. Also ehrlich, auf Ernst, keine Ahnung, warum ich das nicht essen gehe. Was ist das? Venezuela, grüne Muscheln. Venezuela. Argentinische Garnelen, Mais, Calamari. Das sind Blutkrebse. Calamari. Darauf bin ich gespannt. Ich kenne die nur frittiert in diesem Fastfood-Läden. Ist egal. Bomber, ich sage zu Ihnen, jetzt endlich einfach aufhören mit dem Punkt, aber es gibt keine. Lecker. Ich bin schockiert. Benjo, ich hätte nicht gedacht, dass mir das schmecken wird. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Okay, Bruder, ich sag dir aber ehrlich, wie es ist, den werde ich nicht essen. Ist das ein Stern? Das ist ein Oktopus, glaube ich, Patrick? Oder so. Aber siehst du diese... Ich fühle nicht diese Stöpsel, Bruder. Diese... Das ist ein Seestern. Hey, bring mich, ich will noch ein Stück Steak von dir probieren. Okay, das ist das Steak. Also ein bisschen zu zäh. Ja, ich habe zu spät, deswegen habe ich die Platte weggetan. Ach so, okay. Also ich dachte, das wäre zarter. Ihr habt das zu spät von der Platte genommen, das war so schnell handelt. Ist das Seestern? Das ist ein Mini-Oktopus. Kann man die essen? Genau, kann man so essen. Mit Zitrone. Mit Zitrone? Aber wo ist dein Kopf? Der muss irgendwo drin liegen. Kann ich auch nur seine Beine essen? Ja, komplett. Wenn du bar so ein bisschen was drauf hast, kannst du dir einpassen. Kann sein, ja. Ich hab ja noch was. Ja, schmeckt nicht mehr. Ich bin deine Spiele, die ich gar schmeckt. Er tut mir gerade ein bisschen leid, aber er schmeckt. Ich hatte, guck mal hier, der Mais. Der ist ja komplett eingelegt, ne? Ja, Bruder. Oh. Oh, Benjo. Ich bin kein Mais-Fan, ich mag kein Mais. Wow, hier ist eine Muschel. Muschel habe ich schon mal gegessen. Das Ding ist bei denen, ich darf mir das nicht zu lange angucken. Wenn man sich das zu lange anguckt, dann findet man es vielleicht nicht mehr appetitlich. Deswegen, Bismillah.
Oh mein Gott, wie lecker. Nein. Wirklich. Echt? Bruder, hol deinen Handschuh, hau rein, Fabio. Nein, ich krieg was, ich krieg was. Traust du dich nicht? Ich will mit dem nicht auf einen Teller essen. Heftig lecker, oder? Krass. Heftig, ne? Ich dachte, du verarschst mich. Ich sag doch, Bruder. Ich will jetzt unbedingt mal den Hummer probieren. Den musst du aufsprechen mit dem Ding hier. Mit dem Ding hier musst du es auf. Ich weiß aber nicht. Aha, ne? Warte. Lass dir machen, lass dir machen. Ich versuche einmal. Ach so. Ist das richtig so, Bruder? Ich glaube, es ist falsch. Also abreißen? Ja, oder so. Ja, genau. So? Fangen wir von null an. Das heißt, ich war falsch. Okay. Was müssen wir mit dem hier aufmachen? Ah, erstmal den kleinen Finger? Genau. Richtig geil. Aber was Fisch angeht, ist hier echt noch. Das ist so ein leichter Kassen. Ja, also ich glaube, in Hamburg kann ich nicht. Er hat zweimal Hummer gegessen, hat immer gesagt, dass es nicht. Beide Male haben Hummer nicht geschmeckt. Ich weiß nicht, warum der nicht schmeckt. Der schmeckt dir, ja. Ist der frisch gemacht worden? Der ist frisch. Also was heißt frisch? Wir töten die nicht. Wir bekommen die so. Ihr bekommt die schon tot. Ja. Ich werde auslassen. Ich weiß nicht warum, Benjo. Schmeckt mir sehr lecker. Also ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe zweimal davor Hummer gegessen. Einmal am Kudamm und einmal irgendwo anders. Ich weiß nicht mehr wo. Ich weiß nicht, ob die Soße das richtig krass macht, aber okay, jetzt kommt ein Geschmack durch. Ja. Der ist mir ein bisschen zu streng. Ja, genau das. Wie bei Lamm, aber das ist von Hummer. Ja, so stimmt. Gute Beschreibung. Es ist, wenn manchmal Lamm vielleicht zu stallig schmeckt, das schmeckt dann zu fischig. Bruder, ich sage dir, diese Soße ist Gamechanger gewesen. Was auch sehr gut schmeckt, das sind die. Was ist das? Das ist kein Hummer? Blaukrebsscheren. Schwerer das rauszunehmen, aber das Fleisch, was du dann hier hast, kann ich dir so geben, schmeckt sehr, sehr intensiv. Und das ist lecker. Intensiv? Das ist ganz was anderes. Ja, das ist nur hier. Aber sehr, sehr lecker. 10-mal besser als Hummer. 10-mal besser. Bruder, probier. Also warte, es ist 10-mal besser als Hummer für mich. Was ist das? Probier. Blaukrebsschere. Ich weiß gar nicht, ich habe gerade von Hallert Hähnchen probiert. Probier. Darf man das überhaupt mixen? Vertrau, probier. Darf man das mixen? Das ist ganz anders als Hummer. Irgendwie so ein ungewöhnlicher Geschmack. Viel besser, ja. Viel besser. Safe, 100%. Nur wegen Edis, weil er mir das Restaurant empfohlen hat, habe ich jetzt diesen Fleck hier. Ich habe hier schon noch heute den ganzen Tag Auge auf das T-Shirt gemacht. Echt jetzt? Ja. Warum? Weil es ist gut, ne? An der Stelle benutzt Code ABU bei Wadi Team und spart euch die Prozente. Code ABU benutzen. Ich glaube, dass in jedem ein Fisch besser schlummert. Man muss es nur mal probieren. Genau. Ich glaube, da haben viele Angst vor. Fabo hat sich noch mal ein Steak bestellt. Wie krass sieht das aus, bitte? Aber kannst du das essen? Weil das Halal-Steak. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es halal geschlachtet wurde. Das heißt, es wurde vor der Schlachtung ohne Leiden und Bismillah gesagt, also im Namen Gottes. Mhm. Ist das ein Problem für dich? Nee. Nein, natürlich warum nicht. Ist das ein Problem für dich? Nein, bitte. Dein Messer. Ich wollte dir nur dein Messer. Was hast du denn gedacht? Was hast du denn gerade gedacht? Gar nichts. Für mich nicht, Abu. Ich schwör's euch, ich habe noch nie gesehen, wie jemand so mit seinem Steak kämpft wie dieser Mann. Das ist unglaublich. Ich schwöre, das geht nichts. Das ist ihm schon 8-mal in dieses Teil hier reingefallen. Nein. 4-mal vom Tisch. Nein. Zeig doch mal. Zeig doch mal, ob es schmeckt hier jetzt. Es ist viel zu warm. Zu heiß, wenn überhaupt. Dicker, was ihr heute mit mir macht, ne? Boah. Ist lecker? Mhm. Fabian findet Halal-Steak lecker. Stimme ich zu. Ich habe ihn gezwungen, mein Hähnchen aufzuessen. Das sind gute Menschen. Das sind gute Menschen. Das soll doch nicht alles im Müll. Ich bin hier gerade mit dem Bruder, wie ist dein Name? Ibrahim? Sehr schöner Name, Mann. Bruder, was kannst du mir über deine Tiere hier sagen? Also wir haben verschiedene Sorten. Wir haben kleine Garnelen aus Argentinien. Wir haben große senegalesische Garnelen. Wildfang ist wiederum was anderes als Zucht. Wildfang bedeutet, die fahren wirklich ins Meer raus und fangen die dort. Genau. Und Zucht bedeutet wahrscheinlich, die züchten die selber alle. Genau, die sind im Meer, die werden im Meer gezüchtet, aber halt in einem Netz, wo die dann, also wenn die reif sind, dass sie dann direkt mit dem Netz rausfischen können. Okay, verstehe. Was ist eure Spezialität hier? Das, was die Leute, wo die herkommen und die Leute wollen das am meisten haben. Okay.
Unsere Spezialität ist gerade die Seafood Boy. Ich habe mir das schon gedacht. Das ist einfach zu krass. Genau. Da ist alles drin, der Geschmack. Diese Calamari ist unglaublich. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe noch eine letzte Frage bezüglich Fisch. Es wird ja viel Fisch angebraten mit so Alkohol oder serviert oder die Soße oder sonst irgendwas. Kannst du mir zu dem Thema was sagen? Genau. Generell werden in Fischrestaurants viele Soßen mit Weißwein, Rotwein abgelöscht. Okay. Aber wir machen seit 10 Jahren unser Konzept, es ist ohne Alkohol. Wir servieren keinen Alkohol und verkaufen keinen Alkohol. Ihr habt gar nicht mal Alkohol auf dieser Karte. Gar nichts. Das finde ich sehr, 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 sehr stark. Ich sage auch, ein richtig guter Laden, der braucht keinen Alkohol. Ich weiß, manche Leute haben Angst, ohne Alkohol verdiene ich kein Geld und so. Aber ich sage, lass mal den Schritt versuchen. Und es wird trotzdem laufen, inshallah. Das war Ibrahim von Inji. Mein Favorite war ganz klar heute die senegalesischen Wildgarnelen. Die waren sehr, sehr lecker. Aber all in all war ich wirklich begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass mir hier so viel schmeckt. Im Nachhinein hat der Hummer war einfach zu stark für mich im Geschmack. Ich würde Hummer nicht nochmal bestellen. Ich frage jetzt die Bläs mal, was ihr Lieblingsdings war. Abo, was war dein Favorite heute von dem Laden? Boah. Du kannst auch Steak sagen. Du hast ja Steak gegessen. Ja, das ist auch gut. Diese warme Vorspeise. Diese kleinen. Die kleinen Garnelen. Diese warme Vorspeise. Mit dem Knoblauch. Geschmack. Genau. Okay. Das war krass. Okay, stark. Benjo, dein Favorite heute? Die Vorspeise, die Garnelen. Krass. Senegal. Senegal. Ah, die senegalesischen, die dicken. Ja. Die dicken. Ganz genau. Was war heute dein Favorite vom Essen? Lachs. Lachs? Also komplett erste Linie Lachs. Okay. Was war heute dein Favorite? Also ich sag's euch ehrlich, ich esse eigentlich nichts aus dem Meer. Diese Riesengarnele war eine geile Erfahrung. Senegalesische Riesengarnelen? Senegalesische Riesengarnelen. Also mein Call und Benjos Call bis jetzt auch schon. Ja, das war ein Highlight. So, ich würde dich gerne auch fragen, was dein Favorite war, aber du bist leider erst dann gekommen, wo wir fertig mit Essen waren, obwohl du meintest, du bist auch gleich da. Ja, aber ich habe ja sowieso mein Favorite schon. Was ist dein Favorite? Für mein ganzes Leben. Das sind Döner, den wir heute gegessen haben. Das ist ein anderes Video. Ja, ja. Das hier kommt nach dem Döner-Video. Das müsst ihr unbedingt reinziehen. Oder wenn ihr in NRW lebt, müsst ihr auch mal da probieren gehen. Es 100%. War echt sehr stark, Alter. Schaut euch das Video an. Ich verlinke euch das hier nochmal zum Döner-Video mit Mert, Abi, Mula und Abu Joju. Edis, was war heute dein Favorite bei Inji? Die Garnelen. Welche? Die, als ich als Vorspeise so viele gegessen habe. Die senegalesischen Wildgarnelen. Ja, die waren richtig lecker. Krass. Mir hat eigentlich alles geschmeckt. Dir? Ich habe aber auch gesagt, senegalesischen Wildgarnelen, dass das mein Favorite war. Oh. Danke, dass du mir den Laden hier gezeigt hast, mein Bruder. Danke. Danke. Ja, cool. Wir beenden das Video mit einem wunderschönen Dings. Was hast du hier, Bruder? Wir haben hier Katmer. Katmer. Genau, das ist berühmt aus Antep. Also Antep, egal wo ich das krasseste Essen immer höre und finde, ist es einfach immer gefühlt Antep. Ihr seid einfach heftig aus Antep. Wir haben unsere selbstgemachte Helva. Welche davon? Hier. Okay. Wir haben hier Schokokuchen. Auch selbst gemacht? Ist nicht selbst gemacht, aber das ist das Beste, was man kaufen kann. Okay, verstehe. Cheesecake haben wir auch da. Das ist San Sebastian? Nein, das ist ganz okay. Cheesecake. Und wieder Helva. Okay. Baba, das hier spricht mich am meisten an. Oh, es ist warm. Oh, war lecker. Unglaublich. Bruder. Zeig mal hier den hier. Boah, das ist übertrieben lecker. Drin. Das ist ein sehr schokoladig. Jetzt, hier bin ich sehr penibel mit den Käsekuchen. Weil eigentlich macht meine Frau den besten Käsekuchen. Wir bringen die. Oh, jetzt ist das hingeflogen. Bruder, hör doch auf, warum frisst du die ganze Zeit, Mann? Warum nimmst du meinen Teller, Bruder? Hör auf. Mein 20 Streiken freut sich da drunter. Das hier ist das krasseste aus mir. Das ist unser Zucker. Echt jetzt? Zucker und Mehl in der Pfanne. So machen die das bei uns, ich weiß nicht. Käsekuchen? Weil ich kenn das von hier. Und mundet es? Oder hast du das schon probiert, Fabo? Nein, ich kann auch nicht. Ich kann nicht mehr. Auf Ernst, Fabo. Voila. Ich kann nicht mehr. Komm, oh, deutscher Panzer. Boah, lecker. Oder wie krass ist das? Das ist zu anatolisch. Sag mal ehrlich? Ist das zu anatolisch für dich, Fabo? Übertrieben gut. Heftig, ne? Ja, das Ganze jetzt. Oh nee, nicht. Nein, das ist alles krass. Oh nee. Abo, sag mal ein bisschen lauter. Boah, Bruder, der hat eine halbe Torte verdrückt. Er hat nichts mehr gelassen, wallah. Ey, Mert, wenn du weiter isst, wirst du noch fetter, ne? Ja. Ja, mal, Bruder. Egal, ja. Na, rauf, ja. Was ist das? Ne? Zeig mal deine Hand. Zeig mal deine Hand. Andere Seite. Ich hab das nicht mal gemerkt, wer hat die Kekse geklaut? Wer war das? Wer hat die Kekse geklaut? Ich war das nicht. Diese Kekse, ohne. Ohne.
War cool mit den Jungs hier zu essen. Ich muss öfter mal Fisch essen, denke ich. Es ist einfach zu underrated für mich gewesen bis jetzt. Ich habe mir nie so richtig Kopf darum gemacht. Und jetzt weiß ich, man kann auch lecker Fisch essen. Man muss es einfach nur mal machen. Das meistgelikedeste Kommentar bekommt eine King-Cans-Box. Das meistgelikedeste Kommentar bekommt eine King-Cans-Box. Teilt gerne das Video. Ich danke euch sehr vom Herzen. Es macht mir sehr viel Spaß in letzter Zeit, obwohl es ein bisschen stressig alles ist mit so viel Stream, Reisen hin und her, Events und so weiter. Aber, Alhamdulillah, wir dürfen unseren Spaß nicht verlieren. Auch nochmal bitte, tut mir einen Gefallen, lasst mal bitte ganz viel Liebe für Ace da, mein Cutter. Seitdem ich mit Ace zusammenarbeite, ich bin sehr erleichtert, er nimmt mir sehr viel Arbeit ab. Die Videos sind nur so gut, weil Ace seine 50% dazu gibt. Weil wir sind ein gutes Tag-Team. Assalamu alaikum, ciao, kakao, tschö, pö, pö und tschö, pö.